Es gibt wieder simlische News zu The Sims 4. Ich bin Daniel von SimFans.de. Daumen hoch, es geht los. Vielen lieben Dank euch. Leak, ja, dass die Sims 4 Erweiterungspack Nummer 15 ist geleakt. Anadius auf X hat die Beschreibung und das Cover gepostet und das schauen wir uns jetzt mal an. Der Name ist For Rent, was so viel wie zur Miete bedeutet. Der offizielle deutsche Titel ist aber noch nicht bekannt. Auf dem Cover sehen wir zudem eine Szene, die mit dem Briefkasten natürlich die Mehrfamilienhäuser andeutet, sowie eine Welt, die wohl an einem Ort im Indopazifik inspiriert ist, wie die Architektur, die Objekte und auch die Outfits andeuten könnten, sowie das vermutliche Tempeldach im Hintergrund. Was denkt ihr? Doch schauen wir uns die Packbeschreibung mal genauer an, denn dort erfahren wir unter anderem auch mehr zur Welt. Besitze die Nachbarschaft. Bringe die Nachbarn zusammen, im wahrsten Sinne des Wortes, und erlebe Mehrfamilienhäuser als Mieter oder Eigentümer im The Sims 4 zur Miete Erweiterungspack. Die Übersetzung hier habe ich übersetzt. Kann auch anders übersetzt werden teilweise. Das englische Originaldokument findet ihr auch nochmal auf unserem Discord oder im Community-Tab hier auf YouTube. Deine Sims können jetzt mehrere Wohngrundstücke besitzen und verwalten oder in ein Zuhause einziehen, indem sie näher als je zuvor an ihren Nachbarn dran sind. Perfekt zum Herumschnüffeln. In Klammer. Von gemeinsamen Potlucks, da gibt es glaube ich kein deutsches Wort dafür, es ist so ein Zusammenkommen von mehreren Bewohnern, wo jeder Gast eben so Speisen mitbringt und dann kommt man da eben zusammen. Bis hin zu Zwangsräumungen. Es gibt viel zu tun und eine belebte neue Welt, in der du das tun kannst. Kaufe jetzt, um Bonusgegenstände zu erhalten, mit denen du deinen Sims den Nachtmarkt nach Hause bringen kannst. Und zwar mit dem digitalen Inhalt von The Sims via Street Eats, also Straßenessen, Street Food, sagt man bei uns ja auch, der am 7. Dezember, dem Tag der Veröffentlichung, im Spiel erhältlich ist. Also hier sehen wir auch, ne, 7. Dezember ist der Release, ist noch relativ lang, muss man sagen. Und da geht es jetzt darum, dass man eben entweder zur Miete wohnen kann oder dann eben auch Wohngrundstücke besitzen kann und als ja, Vermieter quasi agieren kann. Und dann wird noch so ein bisschen dieses Zusammenkommen in dieser zusammenfassenden Beschreibung erwähnt und auch die Zwangsräumungen, was auch interessant ist, weil Zwangsräumungen hat ja dann zur Folge, dass man quasi obdachlos erstmal wird, wenn man zwangsgeräumt wird. Das Thema muss ich kurz ausholen, weil ich habe damals die Entwickler gefragt beim Release von Großstadtleben, was ja durchaus sehr ähnlich ist, erstmal im ersten Moment, wenn man die Apartments natürlich mit reinnimmt, die ja in Großstadtleben relativ beschränkt waren. Also man konnte da nicht wirklich die Größe oder so weiter festlegen. Ich nehme an, das ist jetzt in diesem Pack möglich und auch nicht als Vermieter spielen, sondern quasi nur als Mieter. Aber Zwangsräumungen wurden damals gesagt, haben sie nicht mit reingebracht, weil das ein riesen Pferdeschwanz oder Rattenschwanz dann hätte. Wenn die Sims dann eben zwangsgeräumt werden, dann wären sie obdachlos, das wäre ein komplett neues System. Also ich bin gespannt, was passiert, wenn man zwangsgeräumt wird und ob da noch ein tieferes System dahinter steckt oder ob sie das irgendwie, keine Ahnung, wie sie das machen, so ein bisschen abgeschnitten haben. Also damals haben sie gesagt, das konnten wir nicht machen, weil es viel zu komplex wäre, Zwangsräumungen, folgende Obdachlosigkeit und so weiter und so fort. Ja. Dann gucken wir uns mal die Hauptmerkmale an. Street Eats Digital Content. Hier steht es nochmal, hol dir den Geschmack des Nachtmarkts nach Hause mit dir einem Grillwagen, einem Straßenschirm und einem Obstkorb. Erhältlich bei Bestellungen vom 2. November bis 18. Januar. Was da interessant ist, ne, natürlich die drei Objekte, die man da bekommt, wenn man Frühkäufer ist, also es quasi nicht sich hinterher im Sale kauft, sondern ne, am Anfang schon das Pack sich holt, gibt es drei Goodies dazu. Aber was eigentlich interessant ist an diesem Absatz, ist Bestellungen vom 2. November. Das heißt, 2. November wird es wahrscheinlich angekündigt, denn es war bisher immer so, dass man zur Ankündigung dann sich eben dann auch die Info hatte, ne, dass man es dann auch bestellen kann, wenn es angekündigt wurde. Und 2. November ist eben dann
wahrscheinlich das Ankündigungsdatum. Da halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Natürlich wird es auch hier im Channel dann wieder Trailer-Analysen geben, wo wir uns das genauer angucken und drüber sprechen, auch mit der Community live. Also Abo da lassen, damit ihr das nicht verpasst. Der neue Grundstückstyp in der Stadt. Die neuen Wohnmietgrundstücke geben dir die Möglichkeit, mit Mehrfamilienhäusern kreativ zu werden. Gib deinen Sims ein Souterrain, das sie vermieten können. Errichte ein Zweifamilienhaus, um zwei Familien in der Nähe zu haben, oder baue sogar Apartments. In diesem Absatz finde ich sehr interessant, also Wohnmietgrundstücke heißt, es ist ein neuer Grundstückstyp, was erstmal geil ist, weil man dann das voraussichtlich, vermutlich, ist noch nicht sicher, auch in anderen Welten bauen kann. Also komplett eigene Grundstücke kann man quasi bauen, wo mehrere Familien dann auf einem Grundstück wohnen. Man sieht ja auch Mehrfamilienhäuser und oder ein Souterrain, also so eine Kelleranliegerwohnung kann man auch vermieten, also ein Bereich des Hauses kann man vermieten, Zweifamilienhäuser. Ich weiß nicht, warum hier direkt Zweifamilienhäuser geschrieben werden. Gibt es auch Dreifamilienhäuser oder ne? Mehrfamilienhäuser quasi. Aber Apartments und dieser Briefkasten auf dem Cover deuten schon darauf hin, dass da auf jeden Fall auch mehr als zwei Familien wohnen können. Wie gesagt, Spekulation, aber das lese ich da so raus. Also, dass die es wirklich sehr breit machen zwischen. Man kann Mieter sein, man kann vermieten, man kann alleine wohnen und einen Bereich des Hauses vermieten, man kann ein Zweifamilienhaus machen quasi oder auch richtige Apartments, quasi große Mehrfamilienhäuser dann. Dann haben wir natürlich noch das Thema Grundstücksverwaltung. Also hier steht es auch, Hausbesitzer können vor Ort der Hausverwalter sein, um Seite an Seite mit den Mietern zu wohnen. Also man ist selber Besitzer und die anderen sind Mieter, was auch sehr interessant ist. Oder man ist selber Mieter. Ne? Also es ist sehr offen, finde ich sehr cool. Oder sie leben in einem separaten Haus, während sie Einkommen mit mehreren Grundstücksinvestitionen erzielen. Also auch hier ist man frei. Das heißt, man kann entweder dort wohnen oder eben außerhalb wohnen, in dem eigenen Haus nach wie vor, ne, und dann eben nur die Grundstücke verwalten oder quasi mehrere Grundstücke besitzen, die dann Einkommen generieren. Also da wird auch so ein System wahrscheinlich dann dahinter sein, wenn ihr das Gaumenfreuden-Erweiterungs-Gameplay-Pack kennt, da ist es ja auch so, dass man Restaurants besitzen kann, man muss nicht dort direkt wohnen oder arbeiten quasi in dem Fall und um da Geld zu generieren, sondern kann die auch quasi so alleine laufen lassen. Man muss natürlich dann immer gucken, dass die Angestellten zufrieden sind und so weiter. Und das nehme ich an, dass dieses System werden sie recyceln. Gleiches auch mit Handelsgrundstücke, falls ihr an die Arbeit kennt, ne, kann man auch mehr Handelsgrundstücke besitzen, die dann Einkommen generieren. Und hier wird das System sicherlich recycelt, wie ich EA kenne, weil hier steht auch, wenn die Eigentümer ihre Wohneinheiten nicht gut instand halten, das ist übersetzt Keep Unit Ratings High, kann es zu einem Aufstand der Mieter kommen. Ne? Also es geht da quasi drum, man muss sich da schon drum kümmern um die Wohnungen. Keine Ahnung, was da passiert, was man da genau machen muss, um die Wohneinheiten da instand zu halten oder eben, dass die Mieter glücklich sind, das wird sich dann zeigen. Aber ich nehme an, man muss da sich schon ein bisschen drum kümmern und auch mal vor Ort sein, auch wenn man dort nicht wohnt, was ich sehr cool finde auch. Also, dass da so ein bisschen auch eine Challenge dabei ist in diesem Gameplay und nicht nur, ja, ich habe jetzt Geld und kauf Grundstücke und da kommt da irgendwie Geld rein und fertig, sondern man muss da, glaube ich, auch schon was tun. Näher als zuvor. Nähe kann Harmonie schaffen oder Drama. Sims in Wohngemeinschaften mischen sich unweigerlich in das Leben der anderen ein. Sie treffen sich bei gemeinsamen Mahlzeiten im Garten oder in anderen Gemeinschaftsbereichen und haben reichlich Gelegenheit, die Geheimnisse der anderen durch Lauschen, Herumschnüffeln oder sogar einem Einbruch zu entdecken. Also finde ich sehr cool. Also man kann quasi, man wohnt miteinander, aber es ist nicht nur, dass die irgendwie nebeneinander wohnen, sondern die haben da Interaktionen, ne, positiv wie negativ. Und es gibt auch Gemeinschaftsbereiche. Da wird es interessant, weil WGs im klassischen Sinne jetzt nicht benannt wurden. Aber prinzipiell könnte man ja ein Apartment machen mit mehreren Zimmern, wo es dann einen Gemeinschaftsbereich quasi gibt. Also das bleibt spannend, ob auch WGs möglich sind. Ist jetzt hier nicht explizit genannt, aber das bleibt abzuwarten. Da will ich mal nicht zu tief jetzt reingehen, weil das ist wirklich ein bisschen weit hergeholt. Aber vielleicht kann man da ein bisschen auch was tricksen, um da richtige WGs auch zu machen. Ähnlich wie
vielleicht an die Uni, da ne, gab es ja die Studentenwohnheime in die Richtung eventuell. Und ja, muss man bleibt abzuwarten, wo man dann nicht alle Sims eben spielt aktiv, sondern nur quasi vielleicht einen Sim spielt in einer WG und die anderen interagieren quasi unabhängig von einem. Man kann dann Nachbarn, jetzt nicht nur in WGs, aber man kann dann Nachbarn durch Lauschen herumschüffeln und sogar Einbruch entdecken. Also es ist dann möglich quasi, die so ein bisschen zu stalken, wenn man so will, so ein bisschen reinzugucken, reinzuhören. Vielleicht auch mal so ein bisschen irgendwie, wenn man zu Besuch ist, so ein bisschen rumzuschnüffeln eben. Oder sogar ein Einbruch. Also sehr cool. Einbrüche ist ja auch so ein Feature, das sich viele wünschen. Schon sehr lange in diesem Sphere. Und das mit dem Einbruch finde ich schon sehr cool. Mal gucken, wie das funktioniert, ob man auch zum Beispiel in normale Wohnhäuser dann einbrechen kann. Aber das Gameplay finde ich auf jeden Fall witzig. Und ja, ist ein bisschen eine Ergänzung. Wir haben ja schon das Kleptomanie-Merkmal. Aber man kann da auch Gegenstände schon stehlen und so. In die Richtung wird das vielleicht gehen. Aber vielleicht wird das so ein bisschen noch tiefer dann gemacht, wie man da einbrechen kann. Geht das nur durch die Tür? Kann man durch Fenster rein? Oder also wie ist das gemacht? Oder ne, woher weiß man, dass die Nachbarn nicht zu Hause sind? Was passiert, wenn man erwischt wird? Und so weiter. Das ist ja alles so auch wieder solche Folgefeatures. Bleibt wirklich spannend, was die davon umsetzen und wie tief das Ganze dann ist. Lebendig und schön. Erkunde eine neue Welt voller Möglichkeiten. Ja, das ist erstmal so ein Katalogtext. Besuche den Botanischen Garten. Ja, hört sich sehr spannend an. Also wahrscheinlich wird es dann auch neue Pflanzen geben, hoffe ich zumindest mal. Ich finde das immer ganz cool. Hinterlassen Sie eine Opfergabe in einem Geisterhaus. Das ist original Spirit House. Es könnte auch eine Kulturstätte sein, weil Spirit House könnte auch, also Spirit House ist schon eigentlich ein Geisterhaus, aber Spirits sind, könnte auch sowas Kulturelles sein, also seelisch, geistlich, wie so eine Art Tempel, wo man dann Opfergabe, ne, unterstützt das so ein bisschen. Es könnte auch eher so ein Tempel sein, wo es dann natürlich so irgendwie ein bisschen Geister gibt, aber eher so nicht Geister im Sinne von Halloween Spooky, sondern eher seelisch, ne, kulturell. Bleibt abzuwarten. Und entdecken Sie ein Tierschutzgebiet. Auch da die Übersetzung schwierig, weil das heißt Animal Sanctuary. Das könnte auch ein Tierheim sein oder ein Tiergehege. In dem Setting würde ich aber eher ein Tierschutzgebiet wirklich vermuten, wie es auch eigentlich übersetzt wird. Auf jeden Fall ist es so ein Gebiet, wo eben Tiere auch zu Hause sind. Was für Tiere das sind, das bleibt abzuwarten. Auf dem Cover sehen wir nichts. Wenn da wirklich was Großartiges mit Tieren noch ein Hauptfeature wäre, hätten sie das, glaube ich, auf dem Cover besser platziert. Vielleicht gibt es da irgendwelche Lemure oder irgendwie sowas. Eine typische Wildtiere, denke ich jetzt eher als Haustiere oder sowas. Vermute ich jetzt mal nicht. Ich denke eher, da gibt es vielleicht so ein paar Wildtiere oder sowas. Wie tief die sind, bleibt spannend. Ich schätze ein maximal in die Richtung Schafe in wie im Pferderanch oder die Hasen in Landhausleben. Maximal wird es in die Richtung gehen, nicht tiefer, denke ich. Also nicht vom Umfang her tiefer. Aber es bleibt auch abzuwarten. Vielleicht ist es auch nur irgendwie Deko in der Nachbarschaft, irgendwelche schwirrenden Viecher, die da rumhüpfen oder so, also irgendwie Fliegen oder Libellen oder so, nicht wirklich was zum Anpacken, sag ich jetzt mal. Einer der ikonischen Orte, das ist auch wieder übersetzt Iconic Scenes, also es könnte auch eine typische Sehenswürdigkeit sein, also würde ich das vielleicht eher übersetzen, aber es ist halt so ein Ort, der hier typisch ist für diese Welt. Die Tomerang, also ist der Weltenname zu bieten hat, ist der Nachtmarkt, ne, den wir auch schon oben dann von dem wir auch schon gelesen haben, auf dem deine Sims neue Gerichte und einzigartige Objekte entdecken werden. Ich nehme an, das ist ein geklontes Feature, ein recyceltes Feature, auch aus Großstadtleben, weil das wird so eine Art Festival sein, wenn ihr Großstadtleben kennt, wo es Gerichte gibt, also so Foodstände, was sie in jedem Pack irgendwie fast eigentlich reinbringen. Und einzigartige Objekte quasi, das wird so sein vom System her wie der Flohmarkt in Großstadtleben, nehme ich an, dass man da so rumschlendern kann und wo es dann so Sachen gibt, die man dort kaufen kann, die es nur dort eigentlich gibt. Ja, hier nochmal die Termine. Es wird wohl am 2.11. offiziell angekündigt. Was sicher ist, ist der Release. Am 7.12. der 2.11. die Ankündigung weist natürlich darauf hin, weil dort die Frühkäufer Boni darauf hindeuten
Und der 7.12. ist ein Donnerstag. Wie alle Erweiterungspacks wird es dann auch wohl wieder um 19 Uhr deutscher Zeit erscheinen. Ja, meine Meinung noch mal ein bisschen zusammengefasst. Also ich finde es ziemlich nice, dass man endlich eigene Apartments bauen kann. Vom Thema her ist es dann auch wirklich ein Erweiterungspack, weil man so komplett neue Möglichkeiten im Wohnen und damit im Leben eröffnet, die nicht zu spezifisch sind. Und ja, denn Mehrfamilienhäuser etc. kann man ja hoffentlich auch in allen Welten bauen und verwalten. Und so erweitert das Pack das Spiel wirklich grundlegend. Aber wie tief die neuen Gameplay-Systeme dann wirklich umgesetzt werden und wie sich das dann anfühlt, also ob es spannend und sinnvoll zu spielen ist, das wird man dann auch noch sehen. Ich halte euch jedenfalls auf dem Laufenden. Daumen hoch für dieses Video. Kommentiert gerne, was eure Meinungen und Hoffnungen sind. Und kommt auch gerne auf unseren Discord. Dort gibt es einen extra Channel zum Pack. Link in der Videobeschreibung. Danke euch, euer Daniel.